herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Christina Kie, ich bin Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Und in dem heutigen Video möchte ich mit dir Fototipps teilen, die ich sehr, sehr gerne früher gewusst hätte. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere Tipp ist auch tatsächlich für dich dabei. Und du achtest vielleicht noch nicht auf gewisse Dinge oder du weißt auch noch nicht, was hier alles sehr, sehr essentiell ist, um großartige Fotos zu machen. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wir fangen nämlich direkt an. Bevor ich dir von meinem ersten Punkt erzähle, schreib doch jetzt mal direkt unten ins Kommentarfeld, was hättest du gerne früher gewusst in der Fotografie. Ich bin mir sicher, da gibt es den einen oder anderen Punkt auch bei dir, deswegen schreib das jetzt mal direkt ins Kommentarfeld, dann vergisst du das nicht später. Und wie gesagt, jetzt verrate ich dir meinen ersten Punkt. Und das ist tatsächlich der Punkt, dass man am besten wirklich im Kamera-RAW-Format fotografieren sollte. Ich weiß, das ist auch ein Thema, da spalten sich die Geister, aber ich persönlich muss echt sagen, fotografiere lieber im Kamera-RAW-Format, weil da hast du nämlich direkt in der Nachbearbeitung deutlich mehr Chancen. Gerade wenn du etwa nicht richtig belichtet hast, kannst du dann im Kamera-RAW-Format in der Bildbearbeitung auch nochmal jede Menge rausholen. Es ist auch möglich, zum Beispiel in Photoshop mit einem JPEG-Foto so zu machen, als hätte man ein Kamera-RAW Bild, aber trotzdem fehlen hier natürlich Bildinformationen, deswegen ist es schon wichtig, finde ich, dass man gleich von Anfang an auch im Kamera-RAW-Format fotografiert. Und hier noch ein weiterer Tipp, den ich jetzt gar nicht tatsächlich auf meiner Liste aufgeschrieben habe, aber der ist mir gerade auch noch direkt eingefallen für dich. Wenn du fotografierst, dann geh eher hin und belichte ein bisschen unter, das heißt, mache einfach ein zu dunkles Foto lieber anstatt ein zu helles, weil da kannst du nämlich die Bildinformationen später eben in der Nachbearbeitung dann noch perfekt ausarbeiten. Aber wenn du zu hell fotografierst, dann fehlen diese Bildinformationen, dann ist es dir später auch nicht möglich, in der Nachbearbeitung diese Informationen auf dem Bild hervorzurufen bzw. zu bearbeiten. Deswegen ganz, ganz wichtig, beim Fotografieren lieber ein bisschen zu dunkel fotografieren statt zu hell, weil du kannst dann später in der Postproduktion noch eher herausarbeiten und dann eben perfekt bearbeiten. Der zweite Punkt, den ich auch lieber gerne früher gewusst hätte, ist folgender. Es ist viel, viel wichtiger, was für ein Objektiv du hast, statt die Kamera an sich. Denn mit einem Objektiv kannst du nämlich die gewisse Bildunschärfe erzielen, beispielsweise wenn du ein Objektiv hast, das eine kleine Blendenzahl von 1,8 oder 1,2 oder sogar 0,9 hat, da kannst du dann tatsächlich mehr Bildunschärfe erzeugen. Das liegt nämlich nicht an der Kamera. Früher dachte ich tatsächlich auch, dass die Kamera sozusagen das verursacht, aber tatsächlich spielt das Objektiv eine viel, viel größere Rolle, gerade auch wenn es um das Thema Brennweiten geht. Du kannst dir das so vorstellen, unterschiedliche Brennweiten machen sozusagen auch einen unterschiedlichen Bildlook. Also mit einer 35 mm Linse beispielsweise an Vollformat bekommst du viel mehr von der Umgebung auf dein Bild, wie beispielsweise mit einem Objektiv, das 85 mm Brennweite hat. Ganz, ganz wichtig, ne? Also die Kamera kann jetzt nicht sagen, okay, heute machen wir mal ein paar Landschaftsaufnahmen, gehen wir mal runter in den 16 bis 24 mm Bereich, morgen würde ich gerne ein paar Porträts machen, dann gehen wir hoch in den 85er Bereich. Nee, also das kann die Kamera ja nicht. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir da Gedanken machst. Das Wichtigste ist nämlich wirklich auch direkt das Objektiv, nicht nur die Kamera an sich. Natürlich kannst du je nach Kamerasensor auch einen anderen Bildlook sozusagen erzielen in Kombination mit einer speziellen Brennweite, aber das wäre jetzt hier so ein bisschen over the top. Gerade wenn du am Anfang bist, möchte ich dich jetzt hier auch nicht zu überfordern. Merke dir jetzt erstmal direkt, wenn du einen anderen Bildlook erzielen möchtest, das heißt, wenn du beispielsweise Porträts machst, dann macht es Sinn, so einer Brennweite von eher 50 mm bis 85 zu greifen, manchmal auch 35 an Vollformat. Und wenn du zum Beispiel eher so im Landschaftsbereich bist, dann machen natürlich niedrigere Brennweiten mehr Sinn, ne? Also, und das war halt bei mir auch ein Punkt, das wusste ich am Anfang nicht. Wie gesagt, da dachte ich, die Kamera an sich ist sehr, sehr wichtig, aber wichtiger sind wirklich die Objektive. Lass uns mal über den nächsten Punkt direkt sprechen. Bei
Was ich tatsächlich auch gerne früher gewusst hätte, ist Folgendes. Wenn du im Live-Bild-Modus bist und dann mit der Lupentaste fotografierst, kannst du dann direkt sehr, sehr stark in das Foto einzoomen und so dann eben die perfekte Schärfe erzielen. Wenn du nicht auf den Autofokus zurückgreifen möchtest, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass ich ganz, ganz selten tatsächlich mit Autofokus fotografiere. Jetzt gerade vor allem, wenn ich hinter der Kamera bin, dann mache ich das Ganze zu 99% wirklich manuell, finde ich viel angenehmer, weil da hat man immer so die perfekte Schärfe tatsächlich. Gerade auch vor allem, wenn du offenblendig fotografierst, das heißt mit einer Blendenzahl zum Beispiel von 1,4 oder 1,2, macht es durchaus echt auch Sinn, direkt einfach selbst scharf zu stellen und nicht auf den Autofokus zurückzugreifen, denn gerade im offenblendigen Bereich ist es sehr, sehr tricky, da sind es wirklich nur so ganz, ganz wenige Millimeter, die dann hier eben entscheiden, liegt der Fokus beispielsweise perfekt auf der Iris oder vielleicht doch eher auf der Nase. Ne, also gerade jetzt hier im ganz krassen offenblendigen Bereich macht das durchaus Sinn, direkt im Live-Bild-Modus zu fotografieren. Hätte ich auch gerne früher gewusst, aber ja, man lernt nie aus. Storytime an dieser Stelle. Hier habe ich tatsächlich ein Objektiv, was gar nicht über einen Autofokus verfügt. Das ist ein Objektiv, was man auch tatsächlich eher zum Filmen verwendet. Und ich wusste das eben früher, als ich 17 Jahre alt war, nicht. Habe mir das eben dann bestellt und habe mich natürlich am Anfang erstmal gewundert, warum kann ich hier eigentlich keine scharfen Fotos machen, bis ich dann irgendwann mal auf die glorreiche Idee kam, okay, vielleicht muss ich eine mal selbst Hand anlegen und hier direkt meine Schärfe bestimmen, weil hier haben wir ja keinen Autofokus und dadurch kann ich jetzt inzwischen wirklich sehr, sehr gut sozusagen von Hand den perfekten Fokus finden und setzen und das ist wirklich auch Gold wert, weil wie gesagt, auch gerade zum Filmen ist das sowieso auch eine ganz, ganz coole Möglichkeit, hier richtig coole Filmaufnahmen sozusagen zu machen, indem man hier einfach so dann ganz smooth so die Schärfe bestimmt. Ganz, ganz spannendes Thema auch nochmal. Aber wir möchten jetzt natürlich beim Thema bleiben. Deswegen lass uns mal direkt den nächsten Punkt besprechen. Und denk wirklich auch dran, unten mal reinzuschreiben, was du gerne persönlich früher gewusst hättest. Das interessiert mich sehr. Deswegen unten mal direkt hinschreiben. Weißt du eigentlich, welches Element in der Fotografie am allerwichtigsten ist? Ist es vielleicht die Kamera? Das Objektiv? Ist es vielleicht eine Speicherkarte oder der Akku? Nichts dergleichen. Es ist das Licht. Du siehst auch hier jede Menge Lichtquellen aufgebaut. Ich habe hier zwei Softboxen vor mir, hinter mir ein fantastisches Ringlicht. Und das ist tatsächlich auch das wichtigste Element in der Fotografie. Und deshalb musst du dich wirklich eher früher als zu spät mit dem Thema Licht auseinandersetzen. Weil das ist wirklich essentiell. Mit dem Licht kannst du nämlich auch teilweise so ein bisschen die Bildschärfe bestimmen, sozusagen natürlich. Mit richtig gutem Licht bekommst du beispielsweise viel schärfere Fotos als mit schlechtem Licht. Aber das ist nochmal so ein Thema an sich. Ich möchte das nur mal hier direkt in den Raum werfen. Und das ist wirklich sowas, was ich persönlich auch gerne früher gewusst hätte. Also ich kam relativ früh natürlich auf die Thematik, als ich so 2-3 Jahre in der Fotografie dann wirklich aktiv war. Aber ich hätte das gerne von Anfang an gewusst. Da wäre mir einiges erspart geblieben. Und das ist halt auch wirklich wichtig, dass du dich eben mit diesem Thema ausführlich auseinandersetzt. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, weil du musst mal überlegen, auch mit natürlichem Licht kannst du unterschiedliche Lichtsituationen einfangen. Viele denken nämlich immer, man braucht so ganz, ganz viele Lichtformer, ganz, ganz viele externe Blitzanlagen oder sonstige Lichteffekte. Aber auch mit nur natürlichem Licht kannst du verschiedene Lichtstimmungen perfekt einfangen. Lass mich doch gerne unten im Kommentarfeld auch direkt mal wissen, wäre das vielleicht für dich auch mal spannend, dass ich ein Video mache, bei dem ich nur natürliches Licht verwende und dann eben geschickt so einsetze, dass man hinterher mindestens 3 verschiedene Lichtstimmungen hat. Da bin ich mal mega gespannt, da hätte ich auch voll Bock drauf, das zu machen. Deswegen, jetzt bist du noch gefragt, hau das unten mal ins Kommentarfeld rein. Wäre das spannend für dich, dann schreib es mir direkt drunter. Wir bleiben direkt mal beim Lichtthema und jetzt kommt etwas, was auch sehr, sehr spannend ist. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man das mal wirklich kapiert, versteht und dann auch dementsprechend einsetzt. Wusstest du, dass das Licht
mit der Entfernung im Quadrat abnimmt. Du denkst jetzt so, okay, was genau bedeutet das? Ich zeige dir hier direkt mal ein Beispiel bzw. eine Grafik, die ich angefertigt habe und erkläre dir das dann direkt auch mal, sodass du es auch direkt ganz easy peasy verstehst. Wir schauen uns jetzt mal direkt eine punktförmige Lichtquelle an und wie du siehst, strahlt die in alle Richtungen aus. Wenn wir uns jetzt einen Meter von der Lichtquelle entfernt befinden, dann haben wir sozusagen 100% noch Licht. Aber wenn wir jetzt noch einen weiteren Meter weggehen und dann sozusagen 2 Meter von der Lichtquelle entfernt stehen, haben wir nicht noch 50% Licht, wie man eigentlich vermuten würde. Nein, wir haben dann nur noch 25% von diesem Licht. Und dieser Aspekt wird natürlich sehr, sehr spannend in der Porträtfotografie, gerade wenn du mit natürlichem Licht fotografierst, aber auch zu künstlichen Lichtquellen greifst. Mega, mega spannend mit dem Licht, oder? Also das finde ich wirklich immer faszinierend, muss ich ehrlich sagen. Was ich ebenfalls sehr, sehr gerne früher gewusst hätte, ist Folgendes. Die Tiefenschärfe wird nicht nur bestimmt durch die Blendenzahl, die ich verwende, wenn ich ein Foto mache. Ist das nicht Magic? Ich finde gerade, wenn man so anfängt mit der Fotografie, dann denkt man, okay, ich brauche eine kleine Blendenzahl, zum Beispiel 1,8 und ich habe so einen mega, mega coolen, unscharfen Hintergrund. Das ist wirklich miserabel, wenn man so denkt. Kann man mal machen, okay, man lernt ja aus Fehlern. Aber was natürlich viel, viel wichtiger auch noch zusätzlich ist, ist Folgendes. Du musst natürlich darauf achten, dass dein Subject, also dein Objekt, was du fotografierst, wir nehmen jetzt mal mich, ich mache jetzt hier ein Selfie und hier hinten siehst du ja den Hintergrund, diese gelbe DIY-Leinwand sozusagen. Und wenn ich jetzt näher komme zu dir, dann wird das auch unschärfer. Ich werde jetzt heller, weil die Lichtquellen sind hier. Wir haben das ja auch gelernt mit dem Licht. Du erinnerst dich, ne? Und ja, ich gehe mal wieder zurück auf jeden Fall, sonst bin ich ganz, ganz hell. Jedenfalls spielt das auch natürlich eine sehr, sehr große Rolle, wie weit dein Objekt vom Hintergrund tatsächlich entfernt ist. Und umso entfernter es ist vom Hintergrund, desto unschärfer wird es auch noch. Ne, also das macht jetzt keinen Sinn, wenn man jetzt beispielsweise, ich habe jetzt hier so einen Kugelschreiber in Strohhalmform und das ist jetzt mal mein Foto-Hintergrund, das ist einer meine Notizbüchlein, was ich jetzt auch hier für das jetzige Video verwende. Jedenfalls gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass ich jetzt gerne dieses kleine süße Kerlchen fotografieren möchte mit diesem Hintergrund. Und wenn ich das Ganze jetzt so hinmache, dann haben wir hier jetzt gar keine Distanz dazwischen. Also wir haben hier direkt eben das Strohhalm und direkt hier das Notizblöckchen. Und da würden wir jetzt keine schöne Unschärfe bekommen. Aber wenn ich jetzt den Strohhalm weiter entferne vom Hintergrund, dann haben wir jetzt natürlich hier viel, viel mehr Platz dazwischen. Und dadurch wird der Hintergrund auch schon mal viel, viel unschärfer. Und das ist echt tricky, weil das ist nämlich ein Punkt, den man gerade als Fotoanfänger so gar nicht bedenkt. Ne? Also ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut, wie das bei mir war. Ich dachte, hey, warum ist denn der Hintergrund nicht unscharf? Was ist denn hier los? Ich verwende ja hier 1,8 als Blendenzahl. Warum ist der Hintergrund nicht unscharf? Und irgendwann bin ich natürlich dann auch mal auf die Idee gekommen, entferne dich mal so ein bisschen vom Hintergrund, ne? Und dadurch wird er nämlich auch sehr, sehr schön unscharf. Also das ist wirklich eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass du natürlich auch darauf achtest, dass der Hintergrund und dein Objekt, was du fotografierst, so eine gewisse Distanz haben. Weil wie gesagt, das macht keinen Sinn. Beispielsweise, wenn du ein fantastisches Objektiv hast, nehmen wir jetzt mal eine Linse von 35 mm 1,4 und dann gehst du hin und fotografierst dein Model direkt vor einer Wand. Und dann fragst du dich hinterher, warum sind denn diese Fotos gar nicht so, wie ich es gedacht habe? Der Hintergrund sieht ja völlig scharf aus. Also so gut finde ich das Objektiv auch nicht. Und das merke ich ganz, ganz oft, dass das wirklich bei vielen Fotomenschen, die jetzt gerade so anfangen mit der Fotografie, dass hier dann eben das Verständnis total fehlt, dass es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass du darauf achtest, dass das Subject, wie gesagt, auch eine gewisse Entfernung vom Hintergrund hat, also ganz, ganz wichtig. Was ich auch sehr, sehr spannend finde und gerne früher gewusst hätte, ist Folgendes. Eine zu weit geschlossene Blende macht das Foto tatsächlich unscharf. Man redet hier auch von Beugungsunschärfe. Und was es damit so auf sich hat, das zeige ich dir jetzt auch mal direkt in einem Vergleich. Du siehst hier direkt auf der rechten Seite habe ich mit Blende 8 fotografiert und auf der linken Seite mit Blende 22. Und wenn man jetzt mal hier genauer hinguckt, dann sieht man eben, dass das Foto mit Blende 22 deutlich unschärfer ist aufgrund der Beugungsunschärfe. Und hier mit Blende 8 sieht man alles sehr gut. Ich bin mir sicher,
sicher, dass du natürlich jetzt nicht hingehst und hauptsächlich mit einer großen Blendenzahl von beispielsweise F22 fotografierst. Dennoch ist es sehr, sehr gut, schon mal von der Beugungsunschärfe gehört zu haben und das auch im Hinterkopf zu behalten, dass das möglich ist, dass das Foto unschärfer wird. Ganz, ganz wichtig. Was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, aber was man gerade, wenn man auch anfängt mit der Fotografie, gar nicht so bedenkt, ist Folgendes. Alle Flächen reflektieren. Das heißt konkret, wenn du jetzt als Fotograf ein rotes T-Shirt anhast, während du ein Model shootest und ihr steht jetzt mal relativ im Sonnenlicht oder es muss auch gar nicht sehr, sehr stark im Sonnenlicht sein, so generell, hast du nämlich folgendes Problem. Durch dein rotes T-Shirt wird das Model tatsächlich ja auch ein bisschen reflektiert, beziehungsweise bekommt dann die Reflexion von deinem roten T-Shirt ein bisschen ab und dadurch hat das Model dann so einen leichten Rotstich auf dem Gesicht und das möchte man ja nicht. Und du kannst dir nämlich das jetzt auch aber auch zunutze machen, was natürlich super, super genial ist. Ich habe das auch schon ganz, ganz oft in meiner Facebook-Gruppe geteilt. Und zwar, wenn du ein Shooting hast, dann ziehe dir doch am besten etwas Weißes an. Denn dadurch hast du sozusagen einen Reflektor direkt an, was fantastisch ist gerade in der Porträtfotografie. Und wenn du dann dein Model eben fotografierst, dann kann es sehr, sehr gut aussehen, wenn sich dann dein T-Shirt, dein Weißes, in den Augen vom Model sozusagen spiegelt. Dann hast du sozusagen nochmal so ein paar Highlights gesetzt in den Augen und dadurch wird natürlich auch das ganze Licht zurückgebounced. Also es ist richtig, richtig sinnvoll, wenn man da ein weißes T-Shirt anhat oder natürlich auch ein schwarzes. Wenn man jetzt natürlich konkret eben solche Reflexionen nicht haben möchte, dann ziehst du dir eben ein schwarzes T-Shirt an, weil schwarz reflektiert am wenigsten, aber immer noch trotzdem, ne? Das ist auch ganz, ganz cool, weil du kennst ja auch zum Beispiel Abschatter. Die kannst du dir, by the way, ganz, ganz einfach machen mit schwarzer Pappe oder mit einer Styroporplatte, die du schwarz angesprüht hast. Und wenn du eben ein schwarzes T-Shirt anhast, dann sorgst du dafür auch, je nachdem wie du zum Model stehst, dass es dann auch so ein bisschen abgeschattet wird. Und das kann auch sehr, sehr interessant aussehen. Aber denke unterm Strich dran, alle Flächen reflektieren. Also das heißt, wenn du jetzt vor einem quietschgrünen Background bist und der ist aber gar nicht so richtig auf dem Foto, aber er ist einfach seitlich, dann reflektiert er natürlich auch. Und das gilt einfach in allen Hinsichten, wenn du Selfies machst, auch zum Beispiel in der Glaskugelfotografie ist dieser Aspekt nochmal besonders wichtig, wegen den optischen Eigenschaften von einer Glaskugel. Aber jetzt mal so zusammengefasst, einfach mal dran denken, alle Flächen reflektieren. Was ich ebenfalls gerne früher gewusst hätte, ist Folgendes, und zwar durch eine Unschärfe im Bildvordergrund verursachst du im ganzen Bild viel, viel mehr Tiefe und deshalb macht es durchaus Sinn, beispielsweise mit einem Grashalm oder mit einer Blüte oder was dir auch immer so zwischen die Hände kommt, da einfach so ein bisschen vor die Linse zu halten und da eben für Bildtiefe zu sorgen. Das macht durchaus Sinn, gerade auch wenn du eben offenblendig arbeitest. Das ist nämlich dann so sehr, sehr unscharf, das Objekt, das du direkt vor die Kamera hältst. Und damit kannst du wirklich sehr, sehr coole Effekte erzielen, gerade auch wenn es um das Thema Bokeh und so weiter geht. Weil wenn du beispielsweise ein Paillettenoberteil nimmst, Frischhaltefolie oder Alufolie und das so ein bisschen vor die Linse hältst, dann bekommst du da wirklich sehr, sehr schöne schillernde Bildeffekte oder auch natürlich ein Prisma. Also damit kann man echt auch nochmal deutlich mehr Tiefe im Bild erzeugen. Das sieht immer ganz, ganz spannend aus, wenn du da einfach noch so ein Objekt hast, was so ein bisschen auch vielleicht direkt auf das Model oder auf das Objekt der Begierde, das Hauptmotiv, hinleitet, aber so ganz, ganz malerisch, spielerisch, unscharf gehalten ist. Sehr, sehr coole Möglichkeit, wie gesagt, um da unterm Strich einfach mehr Spannung in seinem Foto dann direkt zu haben. Kommen wir jetzt direkt zum letzten Punkt, was ich gerne früher gewusst hätte und das ist nämlich der Punkt der Bildbearbeitung. Du glaubst gar nicht, wie lange das bei mir gedauert hat am Anfang von meiner Fotografiekarriere, bis ich geblickt habe, okay, so und so einen Bildlook kann ich tatsächlich einfach nur durch die Bildbearbeitung erzielen. Egal was ich mache, egal wie gut ich jetzt hier auf die Belichtung achte und so weiter, diesen speziellen Bildlook erreicht man nur mit einer gezielten Nachbearbeitung. Und dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig, dass du dich damit auch beschäftigst, weil heutzutage kann man ganz, ganz viel eben durch die gezielte Nachbearbeitung dann auch nochmal verbessern. Verstehe mich nicht falsch, es ist fantastisch und absolut richtig, wenn du hingehst und schon das bestmöglichste Foto sozusagen out of cam bekommst, aber gewisse Bildlooks bekommt man tatsächlich nur mit einer gezielten Nachbearbeitung und deshalb ist es wichtig, dass du dich damit auch beschäftigst.
Und das ist nämlich auch eben so der Abschlusspunkt, was ich persönlich gerne früher gewusst hätte. Gerade auch, wenn es um das Thema Porträts geht generell. Du glaubst gar nicht, was es hier für Möglichkeiten gibt, tatsächlich ein Porträt zu perfektionieren. Gerade wenn es um das Thema Hautretusche geht, gerade wenn es um das Thema Dodge and Burn geht, Hell-Dunkel-Kontrast oder auch generell das Thema Farben. Also wow, it's a lot. Es ist hier wirklich sehr, sehr viel, was man hier durch die Bildbearbeitung nochmal deutlich positiv verbessern kann. Und deshalb beschäftige dich definitiv lieber früher als zu spät mit dem Thema Bildbearbeitung. So, mich würde jetzt wie gesagt mal sehr, sehr stark interessieren, was sind denn die Punkte, die du persönlich gerne früher gewusst hättest? Hau das unten mal ins Kommentarfeld und dann sehen wir uns natürlich gerne im nächsten Video, wenn du mir ein Abo dalässt und mach die Daumen nach oben, dann wird man dich loben. Du kennst den Spruch und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du mir auch gerne auf Instagram und auch sehr, sehr gerne auf Pinterest folgen. Wie gesagt, natürlich hier auch auf YouTube, dann bekommst du auch direkt wieder die neuesten Tipps, vor allem wenn du dann noch die Glocke aktivierst. Kling! Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wie gesagt, schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Deine Christina Key, deine Expertin für die kreative Fotografie und für Selfies. Und jetzt heißt es Licht aus. Und by the way, du hast gelernt, das Licht ist das wichtigste Element in der Fotografie. Deswegen. Und wenn du möchtest, kannst du unten mal vorbeischauen. Da findest du all meine Fotografie-Empfehlungen direkt gebündelt. Bis zum nächsten Mal.